Junge! Moin moin, liebe Super-Sozi-Sind, ja, herzlich willkommen beim weiteren Easter Egg in Gears of War Judgment. Diesmal habe ich es nicht selber herausgefunden, sondern Phoebe the Pro hat es mir gezeigt. Das war doch ein bisschen zu hart für mich. Ich weiß nicht, ob er es selbst herausgefunden hat, auf jeden Fall hat er es mir gezeigt. Weil das war doch ein bisschen zu hart für mich. Dafür müsst ihr auf Library spielen. Free for all Team Deathmatch ist, glaube ich, scheißegal. Ihr solltet nur euren Waffenmatch im, Waffenspawn im, Match anpassen. Da, wo die One-Shot liegt, solltet ihr euch mal ein paar Granaten hintun, weil ihr braucht auf jeden Fall mehr als eine Granate dafür. So, dann latschen wir hier hoch zum geheimen Raum, wo die One-Shot normalerweise auch liegt. Da liegen jetzt bei uns Granaten. Die schnappt man sich. Eigentlich sollte es ja auch ohne gehen, wenn man stirbt, hat man immer mehr Granaten, könnte man sogar im Standard-Multiplayer machen. So, Schmeister kann man zwei Granaten hoch, damit sollte es eigentlich klappen, aber da wir hier im Vorführeffekt-Modus sind, klappt es nur mit der dritten Granate, die ich jetzt da hochschmeiße. Und bam. Dann fällt hier hinten so ein ganz kleiner Zettel runter, der so ein bisschen Blut bespritzt ist. Den holt ihr euch und dann geht's weiter durchs Easter Egg. Das war doch schon ein bisschen hart für mich, so muss ich jetzt sagen. Sowas erstmal herauszufinden, dass man da Granaten hochwerfen muss, dann kommt ein Zettel runter und dann geht's erstmal überhaupt noch heftig weiter, Leute. Ja, ich würde mal sagen, das ist mit eins der geilsten Easter Eggs, die es hier überhaupt gibt. Ich danke Phoebe dafür, dass er es mir nochmal hier gezeigt hat. Dann lauft ihr hier vorne zu diesem Bild und zerschießt dann den nächsten Zettel. Auf der Map liegen jetzt überall solche Zettel rum, die müsst ihr zerschießen. Die liegen immer neben Gemälden. Vorne ist noch ein Gemälde und da oben liegt der Zettel gut versteckt. Zapatsch. Auch die Bilder, die dann neben dem Zettel liegen, die kriegen jetzt mal einen Headshot, dann haben so einen Kopfschuss bekommen. So, weiter geht's hier rüber. Das war doch echt extrem heftig versteckt. So, deswegen glaube ich, dass es auf den anderen Multiplayer-Maps auch noch was gibt. Hier ist der nächste Zettel. Dann geht's hoch zum Sniper-Turm. Folgen Phoebe mal. Immer hinterher. Das ist doch echt, sowas herauszufinden, ist doch schon krank. Da hinten, ganz hinten in der Ecke liegt der Zettel voll gut versteckt. Also den überhaupt zu finden soll, ist schon hardcore, muss ich sagen. Weiter geht's. Laufen wir nach hier hinten. Ich natürlich so voll verblödet, so laufe ich erstmal falsch. Nein, wir müssen nach hier oben in diese geheime Ecke zu diesem Sofa. Und an der Ecke des Sofas liegt dann der nächste Zettel. Quatsch. Und da hat er dann auch so einen Schutzschuss ins Auge gekriegt, ne? Ist ja mal optisch sehr geil. Und weiter geht's. Ab zum nächsten Geheimraum hier unten. Und hier vorne ist das Bild. Der Zettel ist sehr gut versteckt. Klebt also vor dem Bild sogar. Jetzt geht's in den Geheimraum. Juhu, juhu, juhu. Es ist extrem laufreich. Deswegen ist es auch extrem gut versteckt, das Easter Egg, finde ich. Und da oben ist der letzte Zettel, den man sich holen muss. Und damit ist das Easter Egg auch schon so gut wie abgeschlossen. Oder activated oder wie auch immer. Ihr könnt euch jede Art von Waffe auch mit gleich nehmen. Nur die Pistole braucht ihr. Also ihr müsst eure Gnasher oder eure Lancer oder was auch immer müsst ihr wegschmeißen halt. So wie ich hier dämlich gerade meine Pistole weggeworfen habe und dafür dann gleich nochmal zurück musste und sie eigentlich nochmal wieder einsammeln musste. So, ich sag's euch extra nochmal hier so, nehmt die Pistole immer mit. Und dann lauft ihr hier oben wieder rein und hier oben leuchten jetzt die Lämpchen. Jetzt waiten wir ein bisschen. Und der Epic Reaper kommt aus dem Gemälde raus. Mit so fett Buch, so Junge! Und wieder rein. Und jetzt warten wir 2-3 Sekunden und dann... Bam! Viel Spaß, sage ich nur euch. Könnt ihr den Epic Reaper in einem Private Match auch battlen. Die Medal wird es dafür wohl nicht geben, denke ich mal. Ich habe sie ja schon so. Phoebe hat sie ja nicht so. Er hat sie jetzt aber schon wohl mal gebasht. Man kann ihn töten, ist nur verdammt schwierig. Er hat extrem viel Energie, muss man dazu sagen. Und er kann jede Waffe auch im Match. Und wenn man auf Geistkamera drückt, wenn man ihn sich anguckt, dann flobbert man aus der Map heraus und ist man Outer-Map in diesem Raum. Und schwupp, dann ist man hier irgendwo unter der Map. Ich hoffe, ich konnte euch was Cooles zeigen. Ich danke nochmal Phoebe an dieser Stelle, dass er mir es gezeigt hat. Und ja, wenn ich euch was Cooles zeigen konnte, dann gebt mir auf jeden Fall ein Like für diese coole Sache hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.